Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Nein, hallo Leute, willkommen. Dies ist noch nicht das richtige Abo-Special, aber wir machen heute mal ein Video extra large für meine 304 Abonnenten. Wir haben 300 Abonnenten geknackt. Das Abo-Special, das kleine Abo-Special kommt dann, wenn ich meine 3000 Pilze habe, die ich von einem anonymen Käufer in 5 Tagen erhalten werde oder etwas später oder etwas früher, je nachdem. Ja, danke an euch alle und auch danke, die mir gratuliert haben. Ihr seid die Besten. Ja, ich will heute einfach mal durch meine eigene Historie gehen und mal so die Charaktere begleiten, vergleichen, die mich zu diesem Erfolg durch Shanks and Fidget geführt haben. Und alles fing mit diesem Video an. Nee, mit dem ich es sehe. Seht, geht's Vorstellung und kommende Videos. Ja, ich stelle mich mal vor. Ich bin ja. Ich war ziemlich nervös, ich war ziemlich leise, ich war ziemlich schlecht. Das ist das, oder? Mit Intro. Was total geil ist. Was ihr auch vor diesem Video mal wieder gesehen habt. Und jetzt brülle ich wieder ins Mikrofon. Ja, es hat sich sehr viel geändert an mir. An meinen Videos, denke ich mal. Sie sind auch sehr viel besser. Ja, danke nochmal an 304 Abonnenten und auch nochmal danke an alle Leute, die mir auch dazu geholfen haben. Das sind einmal der Tobi oder auch QuickTime LP, der mir dazu meinen ersten Hintergrund gemacht hat. Und auch Marco, also Hero RS Designer, der momentan mein momentaner Designer ist. Ihr wart eine große Hilfe auf dem Weg zu den 300 Abonnenten. Ich hoffe mal, wir werden da weiter so machen. Ja, was hat sich so in der Zeit getan? Als ich mit meinen Videos angefangen habe, war alles hier drauf, auf S10. Menschentum war damals um die 146 oder sowas. Und ja, jetzt ist er 178 und pilzt nicht mehr, denn diese 60 Pilze werden auf S15 transferiert. Naja, die Zeiten ändern sich. Vielleicht wird er irgendwann nochmal Pilze holen. S15 wird mein Main-Character sein. Und ja, wir haben mit Magicum sehr viel erlebt. Wir haben Raids durchstritten und auch sehr viele Dungeons, an denen wir sehr lange hingen. Ja, waren harte Zeiten. Ohne S10 wäre ich nicht zu den anderen Servern gekommen und auch nicht so geworden, wie ich jetzt bin. Ja, das ist ein sehr großer Aspekt zu diesem Erfolg momentan. Jetzt kommen wir zu Server 14. Der hat jetzt nicht so groß dazu beigetragen. Das war auch nur Spaß, dass ich da teilgenommen habe. Nur, da möchte ich mich entschuldigen, denn ich habe in letzter Zeit, dadurch, dass ich mit YouTube und sowas beschäftigt habe, überhaupt nicht mehr an Server 14 gedacht. Und ja. Heute hat mich Totally Killman auf S15 angeschrieben, dass ich mich mal auf Server 14 blicken lassen müsste, wo ich dann erschreckt gemerkt habe, ach ja, ich führe ja eine Gilde auf Server 14. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich heute erstmal wieder um die Gilde gekümmert. Ich habe erstmal alle inaktiven Leute rausgeschmissen, Totally zum Offizier gemacht, weil er Pilze spendet und wir wollen auf den Followersbau hinaus. Das dauert aber wohl noch ein bisschen. Wir suchen auch wieder neue Leute. Wenn ihr auf Server 14 seid, ist mir egal, welches Level ihr seid. Nun, dann joint unsere Gilde. Einfach bei mir auf YouTube anschreiben oder sonst was. Ja, auch ein wichtiger Aspekt. Ich glaube mal, wir könnten mal einen Kampf ansehen von Magic Doom zum Beispiel. Ich werde mal versuchen, das Video über 15 Minuten zu halten. Weil ich will einfach mal so als kleine Belohnung für euch mal so eine extra Large Video machen, extra large. Ja, das sieht eigentlich schon besser aus, wenn ich ein Epic mehr hätte. Magic Doom geht mal arbeiten, ach nicht arbeiten, in der Quest rein. Ja, als 14 können wir auch mal ein Dungeon probieren. Ich habe heute dafür als Belohnung, dass ich wieder auf das 14 spiele, diesen Trank hier bekommen, ohne Pilze. Das ist, glaube ich, der rabiante Räuber, den wir probieren. Wir gucken uns den Kampf mal an. Ja, ich könnte ja auch mal irgendwelche Sachen erzählen, warum ich heute das Video so spät mache.
Das hat meinen Grund, dass auf das 15-Problem war, weil ich einen Dungeon-Schlüssel brauchte, aber nicht bekommen habe. Und weil ich heute unterwegs war. Den S-Teil des Unterwegs ist nicht so wichtig, aber auf der Rückfahrt. Da saß ich in der Straßenbahn und um mich herum waren, sagen wir mal, geschätzte. Was kann man dazu sagen? Oh, ein Dungeon-Schlüssel. Ja, den nehmen wir doch mal. Geschätzte 8 Schwaben, die puren, richtigen, kranken Schwaben. Ich habe kein Wort verstanden und die haben die ganze Zeit gelabert, geschnasselt und so weiter. Und ja, das war extrem, extrem nervig. Das ist so bekloppt, wie Schwaben reden, ey. Die gehen hier auf, in der Felddienstarena war oder ist ein Konzert. Und ja. Das ist jetzt Server 15. Ihr wundert euch, hä, Magic, du meine epische Waffe? Ja. Und auch neue Handschuhe. Die Handschuhe sind von gestriger Nacht. Ich hatte ge gestern Nacht einfach keine Lust, das aufzunehmen. Und die Epic Waffe, da kann ja nichts dafür. Ich habe den Dungeon 1 Boss geklärt. Oh, und dann öffnen sich auch schon den. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich pack den nicht. Ich wollte eigentlich in diesem Video nach einer neuen Waffe blättern. Aber ich war da doch nicht. Und dann kriege ich die Epic Waffe. Die ist auf jeden Fall schon vom Schaden her besser als meine alte und der Crit ist auch nicht zu verachten. Bin zwar nicht so viel Glücks-Epics, aber wenn ich damit mehr Schaden mache, warum soll ich sie dann verachten? Wir wollen heute den Windelementar probieren. Den werden wir auch, denke ich mal, schaffen, denn mit besserer Waffe und so weiter. Und da habe ich Post von Blackhawk. Ja, du bist jetzt live von meinem Video. Ja, ich habe den Dungeon 1 jetzt clear. Ja, ich habe den Dungeon 1 jetzt clear. Du bist jetzt live in meinem Video. Juhu. Ja, Top-Tränke habe ich jetzt eigentlich schon. Nein, nicht Top-Tränke, aber. Au, warum habe ich jetzt eigentlich vorhin mein Geld ausgegeben? Keine Ahnung. Wir probieren ihn einfach mal. Wir gucken uns den Kampf mal an. Ich kritte. Ja, weil ich so viel Crit habe. Ich habe fast so viel Leben wie er. Ich denke mal, es wird nicht das Problem sein, den zu packen. Ich glaube, den schaffe ich so am First Try. Ach ja. Nicht ganz. Ja, es ist schon mehr Geschickgegner. Ist klar, dass der dodgt die ganze Zeit. Aber ich habe schon mehr Crit, also viel mehr Crit. Oh mein Gott. Der muss jetzt aber auch mal liegen, du. Hey, was ist das denn für ein Kack? Hallo? Ich wette, ich pack den wieder, wenn ich das nicht aufnehme. Da war doch schon wieder klar. Ja, ist klar. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr Pilze ausgeben. Das möchte ich auch nicht, denn ich krieg noch 30 und wenn mal irgendwer vom Support sich endlich mal melden würde, dass ich meine scheiß 60 Pilze auf den hier übertragen kann, dann kann ich das auch machen. Oh, warum packe ich den denn jetzt nicht, ey? Das ist ja schon wieder scheiße. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? 8 Minuten 40, das kriegen wir noch irgendwie länger. Ich glaube, wir schaffen noch einen Arena-Kampf. Wen greifen wir denn mal an? Doberman. Ja, der hat eine Epic, was mich interessieren würde und diverse Items. Mal gucken. Gucken wir uns mal einen Kampf an. Ja, das könnte ich schaffen. Das schaffe ich sogar. 25 Gold gewinne ich. Sammelalbum habe ich jetzt auf 44%. Ja. Was wollte ich denn noch erzählen? Ja. Wir haben jetzt 0:31 Uhr. Ich habe mir jetzt gerade den Boxkampf von Klitschko und David Haye angeguckt. Der war ja mal total langweilig. Ja, ich gucke mal, wo sich andere YouTuber rumtreiben. Einmal der Desi, die ist jetzt auf. Der ist jetzt auf Rang 107. Ja. Der ist auch sich tapfer am Durchboxen. Ja, dann einmal Iron Weapons. Das habe ich schon im letzten Video schon mal gemacht, aber. Ja, der ist jetzt schon Level 50, der Kranke.
Ja, der hat auch schon, der geht jetzt auf Geschick, denn jetzt kommen nur noch Geschickgegner. Auch ich freue mich schon, wenn ich meine 3000 Pilze habe. Dann wird das auch besser mit den Dungeons. Wir gehen jetzt hier an den Stone, der hat ja jetzt wieder angefangen. Was heißt wieder? Er ist jetzt wieder aktiv, hoffe ich mal. Dem will ich auch noch für seine 100 Abonnenten gratulieren. Ich hoffe mal, dass es auch weiter so hält. Mudvayne. Wo hält er? Ja, der treibt hier oben rum. Ja, es ist für mich schon ein klares Omen, dass Semper Fidelis Platz 1 wird. Denn wir haben unter 15 Spielern 13, nee, 12 Semper Fidelis. Und wobei Alastor den Server anführt, ist aber noch nichts Wichtiges. Ja, die haben Vollausbau als erst auf dem Server. Heute um 22 Uhr, 21 oder so was haben sie es voll ausgebaut. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Der Quest ist hier fertig. Jetzt macht sich der Dungeon auf. Und ja, wie gesagt, bewerbt euch in meiner Gilde. Wir können immer neue Spieler gebrauchen. Ich werde jetzt auch wieder aktiv auf Server 14 spielen. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja. Ich lade keine Minecraft-LPs mehr hoch, Komma, weil es eine ganz tolle Problematik gibt. Ich kann es euch ja mal demonstrieren, warum Minecraft ausführen. Ja, 11 Minuten 43 ist gar kein Problem. Ich darf jetzt über 15 Minuten hochladen. Also das ist mein Username und das ist mein Passwort. Das stimmt. Das ist gespeichert. Wenn ich mich jetzt einloggen möchte, steht hier Login failed. Denn dieses dumme Arschloch Flashlight hat mich verarscht. Ich habe auch für Stoned einen Minecraft-Account gefordert. Aber Flashlight antwortet einfach nicht auf meine Fragen und aber kommentiert weiter. Das heißt, er hat mir erzählt, seine E-Mail kennt er selber nicht mehr, für die er sich da registriert hat. Und ja, das heißt, ich habe keinen Minecraft-Account mehr. Das Arschloch hat mir 10 € aus der Tasche gezogen. Soll das kleine Kind weiter damit machen, ist ja sein Problem. Aber ich kann dagegen auch nichts machen. Ist ja auch im Endeffekt auch meine Schuld. Weil welcher voll die Spacken ist so dumm und macht sowas auf unsichere Art und Weise. Ist auch irgendwie meine Schuld, aber naja, was soll man. Ach ja, Magic Doom kann auch mal was machen hier. Wen greifen wir denn mal an? Einen großen Engel. Ach, den greifen wir einfach mal an und gewinnen. 200 Rang. Und dann schicken wir ihn wieder in der Quest. Ich warte immer noch vergeblich auf eine Epic in der Quest. Ich wette, Magic Doom aus S15 bekommt eher eine Epic in der Quest als Magic Doom auf S10. Und ja, nochmal auf meine alten Videos zurückzukommen. Wenn ihr mal vergleichen wollt, wie meine Videos damals und wie sie heute waren, ich schreibe einfach mal den Link von diesem Video hier. Und den Link von dem, wo ich dann ins Mikrofon brülle, einfach mal. Dann könnt ihr mal vergleichen, was da sich stimmenmäßig und so geändert hat. Vor allen Dingen technisch auch. Und ja, das war es eigentlich schon mal von dem Shakes in Fidget-Teil. Ich kann euch ja jetzt erzählen, was sonst nur noch kommen wird. Da Minecraft ja wohl nichts mehr wird, außer der dumme Arschloch meldet sich nochmal zurück. Habe ich ja geplant, dass ich jetzt Spieletests, also Browser-Test-Games machen werde. Das werde ich jetzt machen, da ich dann auch keine Let's Plays erstmal machen werde. Das werde ich dann nebenbei laufen lassen und die Videos werden dann so lang, wie sie halt dauern, ne? Da ich ja über 15 Minuten hochladen kann, wie es hier jetzt auch steht, können die Tests auch eine Stunde dauern, denn über Camtasia schafft es zum Glück, Videos so klein zu komprimieren, dass sie auch eine Stunde lang sein können, ohne dass ich sie doppelt und dreifach hochladen muss. Und
Ja, was mache ich noch? Hier sind, ja, das können wir schließen, meine S4 League Ordner mit schon gefülltem Fraps Material. Das muss ich noch ein bisschen bearbeiten, oder was heißt ein bisschen, sehr viel. Dann könnt ihr auch neue Montages sehen oder was auch immer. Und ja, wir sind auf einem guten Weg zu den 300, ach, zu den 400 Abonnenten, denn wenn man mal vergleicht, mein 200-Abo-Special war, ist glaube ich 200 Wochen her. 200 Wochen, ey, Alter! 2 Wochen her. 200 Abos Gewinnspiel, eine Woche. Jo, eine Woche ist das her. Wow. Haben wir schon 100 Abonnenten mehr. Und wie gesagt, durch die Hilfe von den drei Leuten hier, hätte ich das nie geschafft, vor allen Dingen nicht durch Tobi. Hätte er mich nicht vorgestellt, wäre ich nicht zu ein paar Abonnenten mehr gekommen. Und mehr Abonnenten heißt, dass man bekannter wird. Das heißt, sagen wir mal, irgendwer sagt in der Schule, hey, kennst du Magic Doom? Oder sagt mal, sie reden über Shakes and Fidget und ja, kennst du Videos von dem und dem und so weiter. Und das ist natürlich richtig klasse. Ich weiß nicht, ob ich das gefällt, wenn ich etwas mehr quatsche, so euch ein bisschen zuquatsche, ein bisschen Informationen gebe. Ja, bald werden auch wir unsere Gildenbonis verraten. Die sind auch nicht mehr lange geheim. Ich darf es endlich bald zeigen. Was ich jetzt auch bald haben ma machen möchte, sage ich jetzt einfach in diesem Video. Stellt mir eure Fragen. Ihr könnt mich anschreiben unter S10, S15 oder S14. Da werde ich dann mal ein Video über eure Fragen machen, die ihr mir stellt. Werde ich auch beantworten, kein Problem. Ihr kommt alle in das Video. Je nachdem, wie lange es dauert, also ich denke mal, es wird nicht lange dauern. Ihr könnt mich alles fragen, von mit, also mit was nimmst du auf, ist ja meine Hassfrage. Und wann kommt zur 15, könnt ihr auch nicht mehr fragen. Aber wie levelt man am schnellsten, keine Ahnung. Das sind so Fragen, die man sich noch fragen kann. Oder was ist am sinnvollsten mit 100 Pilzen zu machen? Ich habe keine Ahnung, was ihr da fragen könnt. Und darüber könnt ihr ein Video machen. So dumme Fragen lösche ich einfach. Ich werde dann vielleicht mal ein Video machen, wenn das so 20 Fragen sind, dann werde ich alle 20 halt mal beantworten. Was gibt's noch zu sagen? Ich habe so viel zu erzählen. Genau. Wenn ihr mich anschreibt und sagt, ich soll euren Kanal und dies und das vorstellen. Wenn ich einen Kanal vorstelle, mache ich das freiwillig. Der letzte Glückliche, der von mir eine Kanalvorstellung bekommen hat, war Stefan, also SDV. Der SFC 85 heißt er, 85, das habe ich freiwillig gemacht, er wusste davon nichts, das habe ich auch schon letztes Mal gesagt. Und ja, damit wollte ich ihn einfach überraschen, weil ich finde seine Videos eigentlich toll. Sie wären noch besser, wenn sie länger wären, das sage ich ihm jetzt auch noch. Und ja, wie gesagt, jetzt immer noch, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, die auf irgendwelche Sachen betreffen, in den Videos oder sowas, dann einfach bei mir melden, in die Kommentare schreiben, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, hier schon wieder eine Quest fertig. Ja, Magic Doom wird heute noch die 179 packen. Der macht ja die 300 Alu nie mehr. Ja, was wird noch folgen von Shakes and Fidget? Natürlich S15. Auf S10 werde ich dann weiter Raids aufnehmen, und auf S15 wird auf jeden Fall werden weitere Videos kommen. Vor allen Dingen, wenn ich dann die 3000 Pilze habe, dann wird es lustig. Das heißt aber nicht für euch lustig, dass ich dann an einem Tag 1000 Pilze ausgebe, sondern wir werden schon besser, wenn ich war jetzt gerade auf ein paar Pilze beschränkt. Also wenn ich dann den Dungeon packen will, dann packe ich den auch mit 50 Pilzen halt. Und da gibt es dann kaum noch Grenzen. Na, von S14 werden dann auch Raids vielleicht kommen. Oder ich habe keine Ahnung. Also falls irgendwann S16 kommt, an den werde ich mich nicht interessieren, weil ich zu sehr mit S15 beschäftigt bin und auch noch anderen Sachen. Und ja, ich denke mal, das war's auch erstmal. Ich habe jetzt ein bisschen sehr viel gequatscht, aber ich glaube, das stört euch auch nicht. Ihr habt jetzt halt ein paar Informationen von mir bekommen, und ich glaube, ich werde mal bald an einem Outro arbeiten, oder ich werde einfach mal den Tobi fragen, ob der mir helfen kann, dass wir ein Outro, was zum Intro passt, machen, weil, ja, weil eben halt. So, das war's von mir. Danke nochmal an die 300 Abonnenten. Wir sehen uns bei den 400 Abonnenten und beim Special.
von ach, hat keinen Sinn, vor meinem Special. Und dann sehen wir uns halt im nächsten Video. Tschüssi. Ich hab euch lieb. Wieso mache ich das voll unprofessionell? Nee, ich drück einfach F10. Ciao.